wenn du dich gut fühlst, dann zeigt deine Körpersprache das. Und wenn du dich schlecht fühlst, zeigt deine Körpersprache das natürlich auch. Aber was, wenn du dich schlecht fühlst und du nimmst positive Körpersprache an, dann fühlst du dich automatisch besser. Das ist die Basis des Umkehrprinzips. Wie du mittlerweile schon weißt, ist Körpersprache größtenteils universell. Das heißt, dass die meisten Menschen die gleiche Basiskörpersprache in allen Kulturen und in allen Ländern der Welt haben. Das Umkehrprinzip besagt, dass du die Körpersprache eines anderen Menschen kopieren kannst, die Körpersprache dann deine Emotionen beeinflussen wird und du demnach weißt, wie sich der andere Mensch fühlt. Das bedeutet, wenn ich jemanden in einem Café sehe, kann ich versuchen, seine Körpersprache oder ihre Körpersprache zu kopieren und weiß dann ungefähr, wie sich das Innenleben dieser Person anfühlt. Kannst du ganz einfach üben, indem du zum Beispiel in ein Café gehst und einfach die Körpersprache der anderen Menschen um dich herum kopierst. Irgendwann brauchst du es nicht mehr komplett zu machen. Das reicht, wenn du die Körpersprache subtil kopierst. Und wenn du genug Übung hast, kannst du die Körpersprache nur im Kopf, also quasi mental kopieren. Es wird reichen, um die Konditionierung bei dir auszulösen und dir zu verraten, wie diese Person sich fühlt. Das machen übrigens Interrogators, also Verhörer, in den amerikanischen Staaten sehr, sehr viel, wenn sie eine Mimik oder Körpersprachengeste bei einer Person beobachten, von der sie nicht wissen, was sie bedeutet. Kopieren Sie diese Mimik oder Körpersprache und finden dann heraus, wie Sie sich dabei fühlen.